290, ey, Need for Speed muss man, das wäre das süß. Das fährst du am Anfang mit den Anfangsautos 290, aber am Ende fährst du da über Dimensionen mit 350 im Dreh. Naja, wir sind in Underground 2, hier sind die Autos nicht so leistungsstark. So. Läuft gerade wunderschön. Autsch. Links rüber, dass wir wieder wunderschön ausholen können. Und den Bordstein mitnehmen. Hier in reinstechen mit dem kommenden Heck ganz schlecht. Der Wagen wird gerne. Guck mal, ich komme auch schon ran. Der Wagen wird gerne hinten mal instabil. Das fällt mir mal so auf. Also der Mitsubishi rutscht gerne mal beim Heck mal rum, was natürlich da unrealistisch ist, da die Karre echt 50-50 Allrad hat, aber naja. Aber er kommt doch gerne mal ein bisschen quer, beziehungsweise sehr, sehr instabil auf dem Heck. Natürlich eher untypisch ist für eine Mitsubishi Evo, aber na gut. Holla, das könnte wenig Ruhepunkte geben, fällt mir gerade mal so auf. Wer vorne ist der Ziel und ich kleben mir echt am Arsch die Typen. Was soll das denn jetzt? Alter, werde ich nicht viel Ruf kriegen, das kannst du knicken. Wenn ich überhaupt welchen kriege, wo könnte ich schon drüber glücklich sein? Nee, gar keinen Ruf, war klar, wie auch. Wo soll ich dafür Ruf kriegen? Spezialevent haben wir. Das Power Magazine sieht sich heute in der Szene um und sucht nach neuen Talenten. Okay, wir sollen zum Stern auf der Karte, werden wir natürlich gerne hinfahren, lieben gerne. Jep, machen wir. Geht klar. Wollen wir uns doch mal den Stern sichern. Das nächste Magazin in unsere Sammlung aufnehmen. Noch zwar ein Rennen, aber das lassen wir jetzt gerade mal Rennen sein, weil ich will das Magazin erstmal haben, ist mir gerade wichtiger. 20.000 schon wieder auf dem Konto, das wird sich gerne noch ein bisschen aufbessern, dann die Magazine, wenn wir zwar nicht so viel kriegen, aber doch schon ein ganz kleines Sündchen für das, was wir eigentlich dann nur leisten müssen. Ich denke mal, von A nach B wieder fahren, da habe ich die Zeit. Sollte ja kein Problem sein, denke ich mal. Was ist denn das? Was ist hier drin? Eine Seitgasse. Jo. Bla bla bla. Scheiße. Bla bla bla. So, nein, falsch. Map. Genau. Und ach, das ist ja gar kein Problem. Du ballerst jetzt hier einfach runter und dann geht das. So, dann hauen wir doch mal kurz ins Stern hin, das sollten wir in der Zeit doch schaffen können. Wird es ein bisschen tricky, weil wir deinem Industriefilter ein bisschen Umwegen fahren können. Wir können ja nicht einfach gerade runterballern, ist das Problem, aber das sollte trotz dessen alles kein Problem sein. Ich finde es aber cool, wenn du driftest und die Handbremse gezogen hältst, die Reifen, wie du siehst, wie hinten die Reifen stehen bleiben. Das ist schon ein schönes Detail. So, wow, die Zeit wird wirklich knapp. Muss ich hier direkt runter, ne? Ja. Oh ja, das ist ein netter Zeitlimit, fällt mir gerade mal so auf. Jetzt müssen wir mal ein bisschen aufs Gas latschen hier. Shit, das war zu weit. Komm, 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 komm mit zu Mitsubishi. Das Allrad, jetzt pack mal. Huhuhu. Wow, das Power Magazine hat gerade deinen Wagen für die nächste Ausgabe fotografiert. Nee, haben sie noch nicht. Ich will jetzt hier rausspringen, dann sollte ich nämlich ein cooles Foto haben. Sehr schön. Bam. Tada, wunderschönes Foto. Finde ich gut, ne? So, speichern natürlich, wollen wir nicht speichern. Zack. 661, scheiße ist das wert. Naja, gut. Man macht auch für Scheiße, macht man halt auch mal was. So, nächstes Rennen. Was jetzt natürlich wieder da ist, wo wir angefangen haben. Aber naja, was soll man halt machen? Ich guck mal ganz kurz, wie wir haben. So. Ja, auch das Zeitmanagement ist alles jetzt sehr wichtig. So. Dann ballern wir mal zum Ziel durch. Mal zum Rennen wieder. Nächstes Rundkursrennen. Rundkursrennen sind ja meine Fables. Ich liebe die Dinger. Ach komm, hau doch ab, ey. Hier ist mal derselbe Mist mit euch hier. Aber Gott sei Dank ist das ja nicht so weit weg, als dass wir jetzt hier 5 Jahre durch die Walachei ballern müssten.
Sondern das ist ja noch halbwegs in Ordnung. Wir fahren jetzt mal noch ein bisschen weiter geradeaus. Das lohnt sich überhaupt nicht abzubiegen. Warum soll ich denn hier abbiegen? Das Ding ist doch noch nicht mal hier in die Ecke, Mann. Oh, hier biegen wir ab. Das sieht schon logischer aus. Also verstecktes Rennen, scheiße ich jetzt mal drauf. Die sind mir relativ der Wurscht. Ich brauche kein Geld. So. Da bist du doch schon. Ein wunderschönes Rundkursrennen. Ist das eine schöne Strecke oder eine Kackstrecke? Auch wieder relativ lang. Aber, ja, ein paar schnellere Abschnitte dabei, dann geht das. Olla, die Dame sieht jetzt mal gar nicht mal so, also. Das geht sogar, hey. Hätte ich mal vernünftig Charaktermüller, was da vorne wegen. So, erstmal totgefahren. Habe ich länger was von. Nein, man fickt keine Toten, Entschuldigung. So, falsches Thema. Ach, die schnellste Kurve ist hier die Autobahn wieder. Okay, sehr schön. Ja, drück du mal fröhlich Nitro durch, ich brauch sowas nicht. Nitros für Anfänger. Natürlich, so schön wie schnell das hier passiert, gibt es natürlich auch schon wieder abrupt runter. Sehr schön. So, hier mal. Oh, lalalala, hier rein. So, gut, perfekt. Ach ja, hier unten hinten durch die ganz engen Straßen. Die kannst du fast nicht schnell fahren, weil wenn du hier. Hier musst du die perfekten Winkel treffen, weil die sind halt direkt Mauer neben der Strecke. Du hast ja kaum Auslauffläche. So, ich hätte jetzt gerne mal hier wieder ein paar Rufpunkte. Nicht wie letztes Rennen, das war ja eine Blamage mit Opel Corsa und Co. Wieder hoch. Da kennen wir die Ausfahrt ja in- und auswendig. Kommen hier gerade relativ fehlerfrei durch, muss ich jetzt mal so sagen. Das wundert mich jetzt gerade. So, hier haben wir schön Vierfläche. Hier kann ich weit ausholen. Da ist mal jemand wieder verfahren. Typisch hier Urlauber. Schrecklich. Fällt mir mittlerweile auch so in Köln auf. Also die ersten Tage und Wochen, wo ich ja noch hier, also die ersten Tage, wo ich hier war, beziehungsweise die ersten Tage, wenn du mal so in Köln rumfährst, grundsätzlich mal in der Großstadt mit dem Auto, erste Mal, sagen wir mal so, findet sich wenig zurecht, Autobahn, sowas wegen den ganzen Abbiegungen und sowas, das ist relativ, ja, verwinkelt, beziehungsweise da den richtigen Weg direkt in, auf Anhieb zu finden, relativ schwer. Aber mittlerweile, da ich jetzt hier schon ein bisschen länger jetzt wohne, oder auch ein bisschen öfters hier rumfahren mit dem Auto, ja, mittlerweile fing ich echt zurück und dann siehst du wirklich, wie das dann so aussah. Weil man sieht ja jetzt hier auch schon Auswerte oder irgendwelche, die Urlaub hier machen oder einfach aus einem anderen Bundesland hier durchfahren oder sowas. Da siehst du schon, wie unsicher die Teils fahren, langsamer und sonstigen. Und ich merke auch, wie sehr das, wenn du hier wohnst, dich auf den Sack gehen kann. Mir geht das selber mittlerweile echt auf den Sack, wenn ich solche Fahrer vor mir habe und die echt durch die Gegend schleichen. Weil man weiß ja selber, ach, da muss ich lang, da. Und du fährst halt viel, viel schneller, weil du weißt halt, wo du lang fahren musst, wie schnell du wo fahren darfst. Weil man weiß ja, wo die Blitzer mittlerweile steht. Und aus dem Grund, ja, man hat einen ganz anderen Fahrstil plötzlich, ist mir mal jetzt auch so aufgefallen. Beziehungsweise, da ich ja jetzt jeden Morgen fast nach Gummersbach baller, was auch circa eine Dreiviertelstunde, 40 Minuten Fahrt hier von hier immer ist, ungefähr bis zur Hochschule, bin ich schon jetzt Vielfahrer mittlerweile. Also ich fahre relativ viel am Tag mit dem Auto und dadurch, ich merke, ich habe mir dadurch einen sehr anderen Fahrstil angewöhnt. Wo ich noch im Sauerland gewohnt habe und nur zur Schule gefahren bin, was eine Viertelstunde Fahrt war, da bin ich noch relativ geschillt fahren. Klar, auch ein bisschen schneller, aber das auch nur, weil es Spaß macht. Und jetzt fährt man halt auch schneller, weil man halt einfach immer mal wieder zu Hause sein möchte, weil es sind dann anderthalb Stunden Fahrt hin und zurück, Fahrt zurück, zusammenrechnet. Ich habe einen rasanteren Fahrstil bekommen. Das geht mir auch vollkommen zu, ist auch meiner Familie mittlerweile aufgefallen. Und die zwei Knöcheln, die mich von 5 Tagen erreicht haben. Obwohl, nee, es waren drei. Einmal, wo ich zu meiner Freundin gefahren bin. Da es gibt so einen wunderschönen Ort, der nennt sich Wetter, fickt euch. Ich meine, ganz toller Ort. Die haben in der Ortschaft für sich so 30er abstehen. Ja, toll, beim einen bin ich mit 39 durchgeballert. Und beim anderen war 50, da bin ich mit 57. Haben sie mir natürlich beides mal schön Schlafsäle geschickt. Innerhalb von 1 Kilometer die Strecke, aber naja. Und dann jetzt hier nochmal in Gummersbach war ich, was war das? 70er-Zone haben sie mich mit 80, also ich hatte 10 km rüber, ich glaube ich war 85 km oder so unterwegs. Was hier noch harmlos ist, also ich bin zwischenzeitlich jetzt mittlerweile, merke ich auch selber, wie ich manchmal einfach so, früher war ich immer so einstimmig, so 10 km drüber kannst du, dann wird das nicht so teuer, beziehungsweise kannst du Glück haben, du kriegst überhaupt keinen Strafzettel. So, aber mittlerweile merke ich echt schon, wie manchmal ich 20 km drüber baller, gut, die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann Strafzettel kriege, ist relativ hoch, dass ich einen Punkt kriege, nicht, also da kriegst du ja immer noch keinen Punkt. Okay, aus dem Fest mit 50 durch die 30er Zone, ich glaube, dann ist auch irgendwann mal das Limit der Kopf erreicht. Ich merke, dass ich rasanter fahre und nicht mehr so wirklich auf Geschwindigkeitsbegrenzung achte, beziehungsweise immer so weiß, wo ungefähr Blitzer stehen, dann darauf mich verlasse.
Das war kein portabler Schnitt, weil die scheiß Laserkanonen, die kotzen mich echt an, weil du merkst kein Blitzen mehr. Du merkst erst, dass du geblitzt wurdest, wenn der Zettel zu Hause einwandert, beziehungsweise zu meiner Oma kommt, weil der Wagen ist ja auf sie angemeldet. Und dann kriegst du immer, wenn du nach Hause kommst, ach ja, Lukas, da ist wieder Strafzettel für dich. Ach ja, 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 das ist ja schön. Mal wieder 10 Euro weg. Obwohl, das hat mich echt gewundert. 10 kam drüber und 10 Euro nur zahlen mussten, das war echt wenig. Also komisch, im Wetter, da waren es 8 Kammer drüber, wie gesagt. Durfte ich 15 Euro blechen. Gut, es war auch keine 70er-Zone, sondern eine 30er- bzw. 50er. Anscheinend ist da die Wertung anders. Ich kenne mich mit dem Strafsystem nicht aus. Mir ist nur wichtig, solange ich keinen Punkt habe, ist mir scheißegal, wie viel ich da blechen darf. Solange ich an dem Punkt vorbeikomme. Das ist mir immer das Wichtigste. So. Ja, gut. So, haben wir das Rennen hier auffällig. Da sollten wir auch ein paar Rufpunkte kriegen, wenn es jetzt gut läuft. Gegen hängen uns zwar relativ immer noch an Fersen, aber das gefällt mir trotzdem nicht so, wie wir es jetzt haben. Aber, ja, nimm doch einfach mal den Bordstein als Straße. Au, oh, jetzt versau ich es nochmal richtig zum Ende hin. 100 Rufpunkte, ich glaube, ich könnte glücklich drüber sein, wenn wir 100 Rufpunkte haben. Ja, wäre es jetzt auch nicht geworden, hätte ich mir auch denken können. Komm, UL rennen wir jetzt gut. Hätte ich Bock drauf. Beziehungsweise wäre das ganz gut, um die Story voranzutreiben. Ja, immer noch falsch. Nee. Nein! Ich will raus. Da kenne ich GPS. 62% Spielverlauf, ja. Dazu sage ich mir lieber voll nichts. Ich trinke mal kurz die dort. So. 139 Rennen sind wir jetzt schon gefahren. Alter Schwede. Die meisten Rennen, die wir gewonnen haben, waren Driftrennen. Rundkurs stocken wir gerade ganz gewaltig auf, dank den Rennen, die wir jetzt gefahren sind. Und Zeitschriftencover fehlt uns noch eins einziges. Ein einziges fehlt mir noch, was wir holen müssen. Haben wir normale Events, Cole Harbour fehlen uns noch zwei. Und ein URL-Rennen müssen wir dann noch gewinnen. Ja, Stufe 5, Cole Harbour. Da müssen wir ein URL-Rennen fehlt uns da noch. Und zwei normale Events. Ja, dann haben wir die Region nämlich komplett. Sehr gut. Nur Cole Harbour ist hier unten. Das wunderschöne Gebiet. Da, wie ihr seht, haben wir da keine Rennen mehr. Also müssen wir jetzt erstmal wieder hier hochfahren, weil wir da nämlich noch ein paar Rennen fahren dürfen. Aber heißt, das nächste URL-Rennen ist das letzte. Holla, die Waldfee, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben zwar nur 60% bisher frei, weil wir noch nicht alle Rennen gefahren sind, lieber wohl, das ist einfach so. Aber schauen wir einer an. Jetzt nächste URL-Rennen ist schon das letzte. Mal gucken, was dann uns auch auf uns zukommt. Das müsste ja eigentlich theoretisch Story-Ende bedeuten, weil URL ist ja das letzte Rennen. Wir sind ja die Story-Dinger, die einzunehmen. Ja, Mann. Ich komme heute sogar durch mit dem Game. Okay, ich erwarte es ehrlich gesagt nicht, aber es wäre schon irgendwie cool. Da hätte ich jetzt ein bisschen leerlaufen müssen für Projekte, die ich noch was anderes machen könnte. Ein bisschen Need for Speed Rivals. Aber naja, so. Hoppala, so. Dann schauen wir doch mal. Da hinten ist das nächste. Diesmal ein schönes Sprintrennen, wo ich auch mehr Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen angenehmer, weil sich das ein bisschen abwechseln, was du da fährst. Oh, da war eine Pfütze. Das ist ein cooler Effekt. Ach, shit. Ja, ich fahr gerne außen rum, spiel gerne ab und an mal Monster Truck, weil ich es cool finde, über andere Autos drüber zu preschen. So, da ist es doch schon. Und 6, alter Schwede, ja, fahren wir doch einfach mal komplett durch die ganze Stadt, ey. 6,2 Kilometer. Ein Skyline. Unser wunderschöner Evo, was haben wir noch so? Die andere kann ich gerade leider nicht erkennen, weil die Hackfresse mir das alles verbietet. Einen schönen Infiniti G35 links nehmen. Und ein Chilica, olla. Ein schönes Fahrerfeld haben wir diesmal. Ich denke mal so sagen. Die Chilica-Lackierung hat, wofür er wieder geschlagen wird, aber naja. So. Wir fahren aus Cole Harbour hoch, wo wir das Rennen angenommen haben. Ziel Legend, also, der Startpunkt ist, wir fahren jetzt mal da runter und wo ist das Ziel? Dann fahren wir wieder hier hoch. Ach ja, das ist ja Sprit schon. Dankeschön, Umwelt. Gut, ich glaube nicht, dass sie hier einen Scheiß auf Umwelt geben, aber ich meine ja nur. Taktisch ist das irgendwie nicht so wirklich klug. Ich glaube, die Fahrer hätten auch was dagegen, weil ich glaube nicht, dass so ein Evo oder ein Skyline nur so wenig Spritverbrauch hat. Erst recht in den Ausführungen, wie wir sie hier fahren. Weil es ist ja kein Standardmotor mehr drin und sonstigen. Und ein Evo und ein Skyline sind ja sowieso schon relativ Spritschlucker. Freuen sich besonders mal zu RX-8 fahren oder RX-7 fahren und diesem wunderschönen, wie heißt der nochmal? Kolbenmotor ist nicht. Das sind, wie halten die Dinger denn nochmal? Mazda hat so eine wunderschöne eigene Technik, die komplett veraltet ist und deswegen Spritschluck wie bekloppt. Ich glaube, mittlerweile sind sie auch davon umgestiegen, meine ich zumindest zu wissen. Gott, wie heißt die denn? Diese wunderschöne Dreieck, was sie da auch in den Sitzen eingebaut haben vom
RX-8, was den Motor auch noch verdeutlicht. Ja, ihr könnt es mir sicher gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Wie heißt nochmal die Motortechnik von Mazda? Das ist eine ganz besondere, die benutzt kein anderer Hersteller mehr, das ist die Sache. Und die ist leider echt Spritschlucken, muss man mal sagen. RX-8 kriegst du mittlerweile echt für gut wenig Geld auf dem Markt. Also kriegst du gebraucht relativ günstig. Nachteil erstmal schlucken relativ Sprit und zweitens hat er sie kosten in der Versicherung relativ viel. Heißt, ja gut, auch wenn du das Geld für den Wagen hast, so schnell kannst du versicherungstechnisch als nicht jugendlicher Studentenko eben nicht leisten, das ist das Problem. Der ist halt leistbar vom finanziellen zum Kaufen, aber restlich halt nicht mehr. Das ist halt ein bisschen schade bei dem Wagen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie die Motortechnik gerade heißt, die haben eine ganz besondere. Naja, könnt ihr mir ja gerne mal unten reinschreiben. Ihr Autofreaks wisst das hier sicher. Ich krieg schon wieder keine Rufpunkte, wenn der sich nicht mal hinter mir so langsam verzieht. Mit seinem Skyline ist das, glaube ich, ne? Ist das der Skyline? Ne, ist der Trilliger, oh. Wenn ich aber so weitermache, grüßen mich die anderen gleich auch noch. Ja, toll. So, jetzt muss ich gleich mal ein bisschen zu anderen Mitteln greifen. Herr Trilliger, ich muss hier leider ein bisschen Rufpunkte holen. Tut mir leid. Vielleicht, weil der nächste auch schon rankommt, deswegen kann ich mich nicht alle hier kümmern. Komm schon, haut doch mal ab, ich brauche jetzt ein bisschen Ruf. Ich will Duellrennen freischalten, jetzt verpiss dich, danke. Ein bisschen ablassen tut er jetzt gerade schon was, ist schon mal sehr gut. Au, au, nein, 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 nicht gut. Sie. Nö, Rufpunkte? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Nee, war klar, naja. Könnte ja trotzdem URL-Rennen bedeuten, wer weiß. Street Tuner Magazine sucht nach einem vielversprechenden Siegertypen. Scheint was für dich zu sein. Ich habe ja gesagt, wir haben noch ein Magazin, was uns fehlt. So, da haben wir es jetzt gleich. Da haben wir das nämlich auch komplett. Größtenteils, jetzt schmeißen uns alles hinterher. Da haben wir gleich das URL-Rennen dahinter nach dem nächsten Rennen auch noch. Ja, da kommen wir jetzt gerade die ganzen Sachen reingepulst, die jetzt noch zum Ende hin fertig gemacht werden müssen. Ihr haut das Spiel jetzt mal kurz nach und nach raus. Aber haben wir da auch nur das eine Rennen? Warte mal. Nein, nicht deaktivieren. Ach, Fudefu. Ich will gerade einen Tasten immer wechseln. Genau, das eine Rennen haben wir noch. Maus, bitte da. Ja, ein Rennen noch. Für D-Cover haben wir jetzt das letzte freigeschaltet. Und das letzte Rennen ist im. Nee, du könntest es aussuchen, was wir fahren wollen. Wir haben noch drei Rennen haben wir auf der Map noch übrig. Aber gut, wir fahren jetzt erstmal kurz zu dem Magazin und dann machen wir eins. Wir müssen nur ein Rennen machen. Dann haben wir das nämlich auch abgehakt und dann können wir uns auch wunderschön schon dazu begeben. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich will noch den Faden verlieren. Ne, da können wir uns wunderschön zum letzten Duellrennen begeben. Das ist doch wunderbar. Wunderbärchen. Also ist es unter uns. Ich wollte schon sagen, toll, okay, gut, auch eine coole Foto oder Geld, muss ich mal sagen. Hat Style. Oh, dann haben wir das letzte DVD-Cover jetzt. So, jetzt hier rein. Und natürlich dürfen wir wieder dahin fahren. Das war aber auch nicht anders zu erwarten, glaube ich. Eine Minute. Dafür brauchen wir 1 Minute 45? Liebes Navi, das bezweifle ich stark. Aber gut. Also, ich sage 1 Minute 45 brauchen wir auf keinen Fall. Wir müssen ja eigentlich nur rüberbolzen. Aber gut, wenn uns das Spiel sagt, du hast 1 Minute 45 Zeit, dann nutzen wir die natürlich auch liebevoll aus. Muss auch zu den Fototabinen. Hau da mal. Alter, jetzt! Der blöden Hyundai Coupé ist ein schönes Auto, aber hau ab! Dann wollen wir doch mal kurz rüber rasen. Ja, du bist doch überall, ne? Houdini oder was? Ja, das brauche ich nicht mal an, die dann eine Minute vorher her. Jetzt rechts abbiegen und einfach gerade durchknallen. Das ist ja eine Ecke. Naja. Wenn das Spiel sagt, du hast so viel Zeit, dann nehmen wir uns die auch gerne. Ich kann mich jetzt auch einfach noch daneben stellen und ein bisschen Kaffee trinken. Aber echt, du hast ja trinken keinen Kaffee trinken, Monster. So, über andere Energiedrinks hier nachdem. Getuned for you. For U. Ach, das ist ein holländisches Magazin. Der best competitive Audio. Meet the Cover Girls. Das Auto sieht da echt geil drauf aus, muss man mal sagen. Das haben sie gut hinbekommen. Das sieht da sehr geil aus. Gefällt mir gut.
So, alle Magazine abgehakt. Sehr schön. Und das heißt, wir müssen noch ein Rennen fahren. Wir haben heute direkt ein Rundkursrennen hier um die Ecke. Finde ich ja sehr geil, dass wir hier hochgefahren sind. Das ist schön. Sehr schön. So, wie lange nehme ich den jetzt gerade schon auf? Akku fast leer, sehr gut. So. Dann wollen wir uns doch mal das letzte Rennen holen, was wir jetzt auch offiziell fahren müssen für den Vertrag, denke ich mal auch. Und dann müsste das letzte UL-Rennen fertig sein. Dann müsste... Oh meine, ich habe nur kurz mal gucken, ob das gerade... Also wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, schaffen wir das alles jetzt noch in der Aufnahmesession. Halleluja. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssten noch mehr fahren. Es ist echt nur eine Stunde war, die uns gefehlt hat, alter Schwede. Dann hasse ich mich gerade dafür, dass wir nicht vor muss, weil wir fertig gemacht haben. Weil das wäre ja gar kein Ding gewesen. Aber na gut. Ehrlich gesagt wäre das, glaube ich, dann zu lustvoll gewesen. Ja, ich glaube, ich hätte viel zu viel rumgestöhnt, wenn da auch nur... Och, geil, oh ja, gibst du mir Spiel. Nein, ich meine im Sinne von lustlos. So, nicht lustvoll. Lustvoll ist ein bisschen falsch interpretiert. Ja, hau den super weg. So, hier, dann mache ich dasselbe mit dir. Sehr schön, ne? Nee, wärst du lustlos gewesen, weil so ein Spiel nicht anfühlt. Es soll ja auch euch Spaß machen beim Zuschauen. Und es macht euch nur Spaß beim Zuschauen, nur auf wenn es mir Spaß macht. Gut, es gibt auch Spiele, wo es im Sinne von keinen Spaß machen, im Sinne, wo ich mich aufrege. Das kommt auch gut an. Aber, nee, hier will ich mich ja nicht aufregen, hätte ich einfach keinen Bock mehr, dass ich das so hingezogen hätte. So. Das ist aber ein relativ kurzer Kurs eigentlich, also ist nicht so weit irgendwie ausholend. Oh, jetzt sind wir auch nämlich schon wieder auf dem Rückweg. Die Strecke geht, die ist angenehm, die kann man fahren, das geht klar. Sag ich mal, hier die ganzen Abschnitte hier in dem Bereich sehr weitläufig sind, man sehr viel Platz zum Ausholen hat, nicht viele, sehr Fehler, also sehr Fehler, es verzeiht viele Fehler, so der Abschnitt ist hier nicht sehr breit, führt in viele Auslaufzonen, deswegen, also hier kommst du eigentlich relativ gut durch. Dann geht's auch schon Runde 2, wieder hier schön über die ganzen Kopfsteinpflasterplätze drüber. In den kleinen rosa Kleinwagen rein. Das gehört in dieser Disziplin dazu. Und sich dann in der Wand zu verhaken, Mann. Wow. Schön ausgetrickst. Jetzt Taxi dich gesehen an mir. Ich glaube, ich muss gleich mal in der dritten Runde über den Garten, durch den Garten fahren, damit ich nicht zu viel Zeit verliere. Hau mal ab. Weil ihr seht ja, Supra konnte sich jetzt dadurch ganz guten Vorsprung verschaffen. Klar, den wird er jetzt nicht halten, weil, naja, dafür ist die KI einfach nicht fähig, aber naja, was soll man sagen. So, ja, was soll man sagen, genau, das ist, sagt man einfach mal sprachlos, wenn ich keinen Plan habe, was man labern soll. Ich spiele einen dieser dicken Lippe, ey, so runtergezogen mit diesen Chromstreifen, das sieht einfach so beschissen aus. Ja, das war die Rechnung dafür, dass ich ihn gedreht habe. Da habe ich mich links und rechts jetzt noch eine Mauerberührung gemacht. Sehr schön. Wow. Das war aber noch gerade so ausgewichten. Halleluja. So, dann wollen wir jetzt gerne mal in den Garten, wenn ich jetzt auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Dass wir da nochmal richtig schön Zeit sparen. Das ist immer wichtig. Ah, viel zu weit raus. Scheiße. Das hat Zeit gekostet. So, jetzt hier rein. Gut, das heißt keine Slow-Mo wert, aber naja, was soll man machen? Das Spiel denkt, er hat eine Scheibe kaputt gemacht, das ist wichtig. Seht ihr, wenn nämlich zwei Leute an mir jetzt allein vorbeikommen, es könnte jetzt so, hätte dann noch gefährlich werden können. Ah, shit. Ja, Rufpunkte gibt das wieder nicht. Also die Gegner setzen mich relativ gut unter Druck in den normalen Rennen. In UL-Rennen haben sie gar keine Schnitte, aber hier... Alter Schwede, jetzt gehen sie mir aber richtig. Hier in diesen Rennen sind sie dann doch relativ fähig, gut mitzuhalten, beziehungsweise sehr nah an mir dran zu bleiben, dass ich keine Rufpunkte kassiere. Holla die Waldfee. Ah, rum, komm. Ja, mit ihnen könnte das jetzt noch ein nettes Duell werden hier auf den letzten Metern. Ein Fehler und ich kann das Rennen neu starten. Ich hier auf jeden Fall fehlerfrei durchkommen. So. Ich bin gleich eine Slow-Mo, die ich nicht abbrechen kann, deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich hier vernünftig... Oh, oh. Willst du mich verarschen? Niemals!
Alter, der hätte fast das Rennen gewonnen, weil er über mich drüber gesprungen ist. Alter, Gott sei Dank die Karre weggeschmissen danach, aber alter Schwede, der hätte fast das Rennen gewonnen, über mich drüber springt, ja nee. Warum auch nicht? Nicht schlecht, der Specht. Ja, warum nicht? Läuft. Ja, da haben wir das URL-Rennen. Wusste ich doch, hat geklappt. Dann wollen wir nochmal dahin fahren. Also, wenn ich das richtig sehe, warte. 35 von 35 Rennen. URL ist das letzte Rennen. Ja, ab geht die Post. Dann wollen wir doch mal loslegen, würde ich sagen. Letztes URL-Rennen. Ab geht's. Komm, mein Evo, dann wollen wir nochmal alle kalt machen. Obwohl, er hat ja schon seine Kollegen kalt gemacht. Man müsste theoretisch gegen ihn jetzt antreten, weil seine Leute haben sie wieder nicht gepackt. Also müsste er es jetzt in die Hand nehmen, wenn er es richtig machen will. Hey Kumpel, cool, dass du unterwegs bist. In der Gegend von Cole Harbor East ist was am Start. Keine Ahnung, wo genau, aber du findest es. Ich fahre jetzt hin. Hoffentlich sehen wir uns da. Ende. Nö, ich glaube nicht. UL ist wichtiger. Ach ja, stimmt, du bist ja nicht zu eingeladen. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Wow. Alter, was war denn hier? Eine Cutscene? Gut, dafür da nicht. Okay. Was denn hier unten ist? Warte mal, es müsste wieder Rennstrecke sein, ne? Das wäre cool. Die Rennstrecke hätte jetzt zum Abschluss noch was. Da hätte ich nicht Bock drauf. Das müsste das letzte UL-Rennen sein, also laut den Statistiken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich auf die verlassen kann, aber ich hoffe es doch mal. Rennstrecke wäre geil, die lässt sich geiler fahren. Beziehungsweise manche davon. Es gibt genug Ausführungen, die auch beschissen sind, aber im Normalfall sind die besser als die Flughafenstrecken. Die fahren mir zumindest besser. So, ja, ist Rennstrecke. Schön kurzer Kurs. Ich denke mal, es sind zwei Runden Rennen höchstwahrscheinlich, damit wir vier Rennen haben.